Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Simon the Sorcerer 3D. Wir haben dieses komische Zeitlimit, wir müssen den Sumpfling mitnehmen. Hör auf zu jammern, ich rette dein Leben. Und dafür saugen wir ihn auf, weil er sonst nicht wegkommt. Und durch das Rennen. Oh. Okay, sehr gut hier was zu erkennen. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Nein, da kommen wir her. Ach komm. Ich sehe. Ey, ist das eine Scheiße. Ah, das macht Spaß. Jetzt bewegt er sich nicht. Oh, ja. Ich werde es euch so schneiden, dass wir am besten auch ankommen, wenn wir es nicht auch so schaffen. Okay, es geht weiter. Ein Zeitlimit gepaart mit einer perfekten Steuerung. Oh, wunderschön. Hoch. Nein. Mann, komm, mach das Licht an. Da lang. Ich sehe was. Geh rein da. Los. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Puh. Ja, die ganze Welt scheint einzubrechen bei Simon, wie man sieht. Oh, tolle grafische Effekte. War das Wasser nicht letztes Mal grün, als wir da drin waren bei den Zwergen? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ja. Glaube ich jetzt aber auch mal nicht, dass das allzu gut ist. So. Es gibt weder eine Tastatur noch irgendwelche Knöpfe. Ach, das ist mein Körper, oder? Mhm. So, das Schöne ist ja, das Ding bricht zusammen und wir haben ja noch eine Backup-CD. Und da war hier kein Laufwerk sehen. Muss ich jetzt an meinem eigenen Laufwerk die Schublade öffnen, damit das Ding rauskommt. Da ich hier mit Daemon Tools arbeite, muss ich mal kurz raus hier. Kuhuhul, es hat funktioniert. Das war Simon Sorcerer 3D. Ich hätte mal noch speichern sollen hier, bevor wir die CD eingelegt haben. Du mich gerettet, Simon. Du sei mein allerbester Freund. Ich dich lieben. Ja, das ändert sich in Simon 4 schon wieder ganz schnell. Oh Gott, hätte ich dich Riesenbaby doch da drin gelassen. Moment mal, wo ist Calypso? Die Heimreise dürfte ohne eigenen Körper wohl kaum so richtig Spaß machen. Calypso? Calypso, wo bist du? Hör auf so rumzuschreien, du pferdeschwänzige Schwuchtel. Wer ist da? Wer zum Teufel bist du? Ich saß schon seit Jahren im Nexus fest. Und als du vorbeikamst, ergriff ich die Gelegenheit zur Flucht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Simon, der Zauberer. Aber ich? Dir fehlt wohl etwas der Durchblick, mein unterbelichteter Freund. Schau mal, für alles Gute existiert eine entgegengesetzte Inkarnation, die das Böse enthält. In 99,9% aller Fälle begegnen sich diese Inkarnationen niemals. Aber hier ist die Ausnahme dieser Regel.
Also haben wir die Kontrolle über das Universum. Wunderbar. Höchste Zeit für ein wenig Schabernack. Auch das erklärt wieder einiges. Tja Leute, das war Simon Sorcerer 3D. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, es mit euch durchzuspielen. Genießen wir noch zusammen die Credits und ja, das Spiel hat echt geile Stellen gehabt. Es war wirklich echt zum Lachen zwischenzeitlich, aber die Bugs und so weiter haben den Spielspaß immer wieder rausgenommen. Es scheint auch mal weiterzugehen. Zumindest wissen wir jetzt, warum es zwei Simons im nächsten Teil gibt, obwohl es aber einen super guten Simon gibt und den normalen. Ich bin in meinem Trailer. Bring mal jemand ein stärkeres Seil. Für dieses ist... Hey! Ja, eigentlich haben wir im vierten Teil nämlich den normalen Simon und einen super guten Simon. Und nicht einen super bösen Simon. Was ist denn hier los? Wo sind die verdammten Texturen? Die sind noch nicht fertig. Wie soll ich bloß unter diesen Bedingungen arbeiten? Ich bin in meinem Wohnwagen. Und besorg mir mal einen Kaffee. Was tut man nicht alles für seine überbezahlten Stars? Das hab ich gehört. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. 2D-Grafik. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Hey, hey, hey. Oh, das stand aber nicht im Drehbuch. Sorry, absolut keine Ahnung, was mich dazu gebracht hat. Schaltet mal die Kamera ab. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Ja, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von dem Spiel gehalten habt, wie ihr es fandet und so weiter, wie ihr das Let's Play fandet. Stimmt. Und es interessiert mich. Aber ich kann dafür sorgen, dass du nicht... Ups, Moment mal bitte. Hallo? Ich hab doch gesagt, dass du mich nicht während der Arbeit anrufen sollst. Natürlich liebe ich dich noch. Und ich liebe dich auch, Sordi. Nein, natürlich lachen sie nicht über dich. Das ist das geil. Die Abspann ist schon wieder fast das Beste. Ich halte mal die Klappe. Wir können uns weiter Kleine unterhalten in den Kommentaren. Schon gefällig? Peng! Na gut, welcher Herzpolt hat das hier eingebaut? Zum Glück werde ich nach Stunden bezahlt. Na, wie war das? Das war klasse, Toni. Kannst du es nochmal machen? Etwas langsamer und kraftvoller. Wie oft habe ich das schon gehört? Du pissst nicht länger. Du. Eigentlich will mich mein Agent ja bei gute Zeiten, schlechte Zeiten unterbringen. Wo ist eigentlich die Kuh hin? Ich habe nur noch 3 Szenen bis zum Mittagessen. Wo ist der Dompteur? Wo ist der verdammte Kuh-Dompteur? Der ist gerade beim Mittagessen. Na, dann hol ihn sofort her. Das Biest ist vollkommen wahnsinnig geworden. Und was ist um Himmels Willen mit seinen Beinen los? Es
so ein durchschnittliches Krokodilhirn, das ist nicht viel größer als... Und glaub mir, ich kenn mich da aus. Hab in meinen jungen Jahren so manchen Krokoschädel aufgerissen. Mit blöden... Natürlich haben sie manchmal auch Glück. Ist verdammt nochmal das glücklichste Tier der Welt, so ein Durchschnittskrokodil, verstehst du? Hey, könnte mich vielleicht jemand aus dem Ding befreien? Hey! Ja. Ja, genau. Ihr müsst euch den Scheiß durchlesen, das ist so geil. Tja, Leute, wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Das war's mit Simon Sorcerer 3D. Ich bin froh, dass ich es durchgeschafft habe und endlich mal ein fertiges deutsches Let's Play auf YouTube existiert zu dem Spiel, damit das Spiel auch verewigt wurde. Das geht wohl doch noch ein bisschen weiter. Genießt es, ich halte ab jetzt die Klappe. Dann auf Wiedersehen.